an. Ich habe hier einen wunderbaren Platz gefunden, wo ich übernachtet habe. Mit so einem Ausblick kann der Tag doch gut starten, oder? Ja, im Moment wird hier so ein kleines Lüftchen richtig angenehm, denn die Sonne, die brennt schon wieder richtig stark heute Morgen. Mein nächster Anlaufspunkt wird die Alexanderschanze sein. Das war wohl irgendwie mal eine Verteidigungsanlage. Ich weiß nicht, ob Erster oder Zweiter Weltkrieg, aber ja, da bin ich auf jeden Fall jetzt gleich.
So, ich habe jetzt wieder einen anderen Weg gewählt, anstatt dem Westweg. Denn hier vorne gibt es irgendwo die Teufelskanzel. Fand ich interessant, schaue ich mir mal an. Und auch hier wieder ein wunderbarer Blick über den Schwarzwald bis ins Tal runter. So, auf geht's zur Kanzel auf der Teufelstreppe oder so, keine Ahnung. Und da oben, das ist, glaube ich, jetzt die Teufelskanzel. So, von der Teufelskanzel bin ich jetzt wieder unterwegs, auf dem Original-Westweg. Jetzt geht es noch Richtung Glaswaldsee und dann hoffe ich, dass da irgendwo eine Quelle oder was kommt. Denn ich habe soeben meinen letzten Wasservorrat aufgebraucht, also ich brauche Wasser. Davon erkenne ich schon das nächste Etappenziel. Das heißt, hier irgendwo suche ich mir jetzt noch einen schönen Platz, wo ich meine Hängematte aufhängen kann. Dann muss ich mal schauen, wie es morgen weitergeht. Ja, die letzte Nacht war jetzt nicht so super angenehm, denn es hat stark geregnet, angefangen zu gewittern. Laut Dr. Google
ist auch für die nächsten Tage hier ein schweres Unwetter vorhergesagt. Und ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, nochmal eine Nacht dann hier draußen im Wald zu pennen. Deswegen habe ich beschlossen, hier mal einen kurzen Cut zu machen, die Tour zu unterbrechen. Ich werde mich abholen lassen, ein bisschen ausruhen, denn die Kilometer, die stecken mir doch ganz schön in den Knochen, das merkt man einfach. Und sobald ich dann wieder Zeit habe, setze ich die Tour fort. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.